und herzlich willkommen bei Wir probieren. Peace. Heute mit Battery Energy Drink. Aus Finnland. Genau, wurde uns zugeschickt aus Finnland von Battery Energy Drink. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr geile Aktion, vielen Dank. Ja, ist bisher der Energy Drink, der am weitesten, ja, also der den weitesten Weg zurückgelegt hat, weil Hype war jetzt, glaube ich, also Spanien ist... Aber in Holland hergestellt, aber ich denke mal trotzdem, Finnland ist weiter weg. Ja, ich glaube auch. Vor allem habe ich, ich habe mal geguckt, was der Versand kostet, weil die haben das mit UPS geschickt. Oh Gott. Das war so zwischen 80 und 100 Euro. Was? Versand. Alter, Jungs, Dankeschön. Ihr habt echt zu viel Kohle, oder? Ja, ja. Vielen Dank, sehr geil. Battery Energy Drink. Dann fangen wir mit dem Standardmäßigen an. Ja. Also schwarz gehalten im Batteriedesign gibt es dann auch nochmal hier in der Nuckelflasche. In der Nuckelflasche. Oder in der großen Bad. Am Plus-Bad. Ja, am Plus-Bad. Ja, finde ich ein sehr schönes Design. Wobei ich da ganz mit klar, dem Gold. Ja, auch mit dem Gold, wobei ich da jetzt ganz klar sagen muss, dass mich die Volt-Cola dann eher wieder an eine Batterie erinnert. Ja, also sie haben gerade probiert, mit dem großen Plus oben noch ein bisschen Batterie-Feeling zu geben. Gerade bei der hier sieht es aber so aus, als ob es hier unten eigentlich noch weitergehen müsste und dann hier unten irgendwo das Minus sein müsste. Aber dann wäre es eine sehr lange Batterie. Weil so, wupp! Weil so von der so von der Länge her, von der Proportion passt das. Aber ja... Sie wollten mal was anderes probieren. Man könnte jetzt noch interpretieren, dass der Strich hier vom T vielleicht noch ein bisschen wie ein Minus aussieht bei dem hier. Ja. Aber das ist dann ein bisschen weit gegriffen. Ja. Wir würden gerne vorlesen, was da alles drin ist. Wir können aber leider kein Finish. Ja, sie haben nur Finish da draufstehen. Auch ja. Bei der großen Dose. Müsste aber, soweit ich weiß, ja, 32 Milligramm. Also hat die normalen Bedingungen gebumse. Waltetewe, Jomosta, Enenen. Nukomane Numenoa, Eilapsile, mach mal auf. Ottotatwille, Eidene, was auch immer. Sehr geil, das Pfand oben. Pantipant. 15 Cent Pantipant. Erinnert mich so ein bisschen an Relentless oder an Rockstar. Rockstar hätte ich jetzt auch gesagt. Standardmäßiger Rockstar riecht genauso. Obacht. Lustig. Das schmeckt wie Mad Bad mit Kohlensäure. Ein bisschen. Aber gut. Mhm. Wirklich, mhm. Wirklich gut. Mhm. Also sie probieren nicht irgendwie einen Red Bull-Klon zu machen, das ist auf jeden Fall nicht. Also von der Sparte sind sie auf jeden Fall weg, das ist schon mal gut. Mhm. Er geht tendenziell Richtung Rockstar. Auch vom Kohlensäuregehalt her, hätte ich jetzt gesagt, ja. Richtung Rockstar. Und vom Geschmack her finde ich echt ein bisschen, ja, so ein bisschen Richtung Mad Bad. Ja, Richtung Pfirsich. Pfirsich-Eistee war ja der Mad Bad. Das Einzige, was ich habe, ist, er hinterlässt so ein bisschen so einen trockenen Mund. Ja, der Nachgeschmack kommt bei denen mit. Es ist aber, ich vermute mal, es ist keine Acai drin. Wir können es jetzt nicht nachgucken. Es steht zumindest doch, das würde draufstehen, weil Acai heißt ja überall Acai. Wahrscheinlich trotzdem Acai, ja. Aber ja. Ich denke nicht, dass es eine Acai ist. Es ist ein anderes Trockenes. Das ist eher dann wie die Acerola, sowas Trockenes, aber... Ja. Taurini ist drin. Taurini. Gib mal noch mal kurz. Ja, warte mal. Achso. Ja, warte, dann lese ich einfach mal aus. Genau, da steht das Gleiche drauf. Mhm. Schönes hinten ist auch immer so ein B+, auch ein Rund. Mhm. Ja, da ist nochmal ein Plus, da ist nochmal ein Plus. Überall Plus. Ja, es ist, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall ein hübsches Design. Also, es ist ein gutes Design. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob sich das im Laufe der Jahre geändert hat. Also ich würde es schöner finden, wenn man das noch mehr nach Batterie aussehen lässt. Ja. Gott sei Dank schmeckt es nicht nach Batterie. Nach Batteriesäure. Ja, super! Nee, ist wirklich schön. Ist gut. Kann man mitarbeiten. So, und dann würde ich direkt den hier mal probieren. Das ist nämlich der Battery Hydro. Da ist dann das Ganze vom Design her ähnlich wie die Dose. Hydration Recovery Energy. Vielleicht also wie die Recovery Limo Verschnitt von Rockstar eventuell. Wäre eine Überlegung wert. Designmäßig genau das gleiche, nur dass das halt in Blau noch gehalten ist. Ansonsten schwarze Plastikpulle halt, wie man es von der PET-Flasche erkennt. Aber auch oben dieser Shape, also diese Einbuchtung drin, der sieht auch aus wie diese ISO-Getränke, die man aus dem Fahrrad halt kennt, so ein bisschen. Riecht komisch. Also geht in die Richtung, aber riecht... Kann aber vielleicht auch durchs PET kommen. Weil riecht sehr ähnlich. Schmeckt auch sehr ähnlich. Schmeckt sehr ähnlich. Da kommt die Kohlensäure wesentlich stärker raus. Ja.
Und ist witzig. Hier steht Hydro drauf und hier hat man tatsächlich keinen trockenen Mund. Richtig. Hält, was es verspricht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das hat man selten leider heutzutage. Hat man leider selten. Da steht dann zum Beispiel irgendwas Hot drauf, was nicht Hot ist, oder Cherry drauf, was nach Vanille schmeckt. So sieht das aus, Schweine. Pepper. Ja. Gib mal noch her, das ist lustig. Es hat aber auch ein bisschen diesen Geschmack, also was ich schon gemeint habe, dieses Hydro und auch von Designer, was ein bisschen diese ISO-Getränke oder diese Langstreckenlaufgetränke, ist auch ein bisschen der Geschmack drin von diesen ISO-Getränken. Ein bisschen, dieses leichte im Nachgeschmack. Ja, schmecke ich jetzt nicht so raus, aber ja. Ich muss dazu sagen, dass ich das dann auch nicht trinke. Ja, gut, super. Ja. Es ist aber minimal. Ja. Aber still, gut. Da ist übrigens 20 Cent Pantipant drauf. Ja, ist wahrscheinlich, weil. Warte mal, was kostet bei uns? 25. Weil da ist weniger Pfand drauf als bei uns. Ja, da sind Mist, nur 15. Wenn ich die zurückgebe, kriege ich ja weniger Pfand raus. Du kriegst hier gar keinen Pfand raus. Weil ja, die kannst du dir wahrscheinlich gar nicht abgeben. Und hier kriegst du auch weniger raus. Die müssten 25 geben und die auch. Ja. Schweine. Haben uns beschissen. Schicken hier für 80 Euro hin, aber nicht mal gescheites Pfand kriegst du hier raus. Naja. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Eine silberne. Sugar-free Energy Drink, 33 cl, stripped. Stripped? Was heißt, stripped. Was heißt denn in diesem Fall stripped? Ausgezogen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. 33 cl stripped in dem Zusammenhang macht für mich wenig Sinn. Ansonsten das gleiche Design, nur silbern. Ja, ist jetzt oben halt dieser Streifen ist silber, damit sie ganz klar von der hier unterscheidbar ist als zuckerfreie Version. Ja, und auch die Schriftzüge hier, Sugarfree, was da eben das Hydro, was da blau war, ist dann hier eben auch das Sugarfree Silber. Die Schriftart kommt mir bekannt vor, das ist die Ständer Energy Schrift. Ist ähnlich, ja. Ist sehr ähnlich. Gut, riechen wir mal dran, ob es auch Sugarfree riecht. Vielleicht haben es die Finnen ja raus mit Sugarfree. Nicht wie die Deutschen. Riecht lustigerweise fast nach nichts. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weniger vom Geruch her wie die anderen. Das ist richtig schon mal Schlimmes, weil ja, wir hatten ja häufiger, dass die zuckerfrei nicht so intensiv riechen. Genau. Und je weniger die gerochen haben, umso schlimmer war es. Richtig. Das heißt, die hier wird ganz übel. Lass mich raten. Es... geht noch, aber es ist schon in die... Das ist genauso schlimm wie die Red Bull Sugar Free. Ja, doch, ja. Vom Niveau Wobei her ist die es Red genau Bull Sugar Free, die geht auch noch. Also, ja, aber also, es ist trotzdem immer noch scheiße genug, um die Finger davon zu lassen. Also, warum ist Coca-Cola, also sprich Relentless, die einzige Firma, die es schafft, einen vernünftigen zuckerfreien... Ich verstehe es auch nicht. Weil gerade der Rockstar Sugar Free enttäuscht da schon mal sehr. Ja. Und deswegen hätte ich gerade von Rockstar gedacht, dass es wie Relentless schaffen, einen ordentlichen Sugarfree auf den Markt zu bringen. Aber muss ich auch dazu sagen, der Rockstar Sugarfree, also zumindest der in Deutschland, ist ja ein Fruit Punch Sugarfree und kein normaler Energy. Ja, aber still Energy Sugarfree. Ja. Und deswegen trotzdem Fail. Also auch von denen hier jetzt ist der bisher der schlechteste. Gut, was jetzt aber nicht heißen dass soll, er scheiße dass die, ist. Dass nein. Die generell, ja, also es ist halt... Es ist halt ein Sugar-Free. Man muss halt ganz klar als Firma muss man sagen, okay, man muss, um konkurrenzfähig zu bleiben, muss man auch irgendwann ein Sugar-Free auf den Markt bringen. Auch vielleicht, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt zum Thema Sugar-Free, ist, wenn sie ein Sugar-Free rausbringen, haben sie auch das Gefühl, sie müssen es abschwächen, dass die Leute, die es kaufen, auch denken, der steckt jetzt weniger stark, also muss es ein Sugar-Free, die müssen das merken, dass es Sugar-Free ist, denken die vielleicht. Wäre möglich, sie das absichtlich wobei ich, nee, pass mal auf, da hatte ich was, und zwar war das, als die Coke Zero rauskam, da hatte ich den dümmsten, wie heißen denn diese die dir das neue Produkt immer anbieten? Verkäufer? Nein, die immer so einen Stand aufbauen. Der Ach so, ist, speziellen, ja. ist ja wurscht. Also genau so einer von denen. War der dümmste Mensch, den ich jemals erlebt habe, der mir versucht hat, was zu verkaufen. Weißt du, hier neue Coke Zero, möchten Sie die probieren? Ich so, ja, probier's. Dann sage ich, ist viel zu süß. Da sagt er mir als Kunde, dem er ja was verkaufen will, ja, nee, Cola muss ja süß schmecken. Wenn sie süß nicht wollen, dann müssen sie eben Bitterlemon trinken. Du Vollidiot! Ich hab gesagt, Fail. Es ist zu süß. Ich hab nicht gesagt, dass ich süß nicht mag, Arschloch. Fail. So dumm. Ach, ja, so wirst du auf jeden Fall dein Produkt gar So wirst du dein Produkt los. Ja, auf weißt jeden du? Fall. Wenn man sagt, der Kunde hat das so zu mögen und nicht, wir hören auf den Kunden, wie er es gerne hätte. Oh.
Dummheit. Na gut, wobei der kann ja sowieso, der kann ja sowieso nichts machen. Also, was soll er machen? Ja, klar, aber er kann zumindest, er kann ja trotzdem Response sammeln. Und wenn, das wenn kann, der, könnte er tun. Ja, ja. Wenn der einfach, sagen wir mal, von 400 Leuten 300 Rückmeldungen kriegt, zu süß, fahrt's runter, dann könnte er zumindest mal Resümee ziehen und sagen, Leute. Für den deutschen Raum, Jungs, Fail macht's anders, aber ja, wenn er nicht will, dann halt nicht, voll genau. So, einen haben wir noch. Zumindest einen unterschiedlichen, das ist dann Juiced Battery Energy Drink with Cranberry Juice. Das Ganze dann oben, wie man es schon sieht, in Rot gehalten, auch wieder der Juiced-Schriftzug und steht Cranberry da, steht in da drauf, Rot. Wie viel Prozent das ist? In welchem Maße da Cranberry Juice ich drin ist? Ich suche es gerade, aber ich glaube, ich finde es nicht. Da steht 32 Milligramm wieder an Koffein, aber prozentualen Saftgehalt finde ich jetzt nicht. Echt, wo siehst du das? Ah, oder ich das. Ich denke, ist das auch die empfohlene Tagesdosis von dem Zeug. Du sollst jeden Tag 18% von deiner Nahrungsmittel so Citrus Battery aufnehmen. Ja. Ach, guck mal, was sehe ich jetzt erst? Diese, die Angaben, wie viel Portionen am Tag, also das, was bei uns so die GDA Portionen genau sind, ist hier auch in Batterieform. Ja, stimmt. War mir auch noch nicht aufgefallen. Auch bei den, wenn sie auch mehr haben, hier zum Beispiel bei dem längeren, haben sie auch mehrere solche. Für Batterien jede einzelne Angabe haben sie dann verschiedenste einzelne Batterien untereinander. Naja. Wie riecht er denn? Riecht er auch nach Cranberry? Riecht wie die Take-Off. Ja, das kommt gut hin. Auf jeden Fall. Bisschen Cranberry, bisschen Red Fruits, aber ein sehr lustiger Mix. Wir sind überwältigt. Sind wir? Nee. Also es schmeckt schon vordergründig nach Cranberry. Schon. Das ist zumindest der erste, wo ich sagen würde, wo Cranberry auch draufsteht, wo am meisten Cranberry mit drin ist. Mhm. Im Vergleich zu den ganzen anderen Red Foods, wo auch Cranberry anpreisen noch und mehr. Also ich finde, geschmacklich ist er nicht schlecht, aber mir ist der einfach zu lasch. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Da fehlt Kohlensäure. Da muss wirklich mal ordentlich Kohlensäure rein. Also wenn nicht ordentlich, aber halt mehr. Mehr halt. Wobei, jetzt weiß ich natürlich nicht, das ist ja die finnische Variante, jetzt weiß ich natürlich nicht, das ist dann wahrscheinlich... Der Finne an sich. Der Finne als solcher. Ja? Der gemeine Finne. Der mag es wahrscheinlich nicht so kohlensäurig. Das ist die Frage, mag er das überhaupt oder das nicht? Das weiß ich nicht. Ja? Ich habe jetzt kein vergleichbares finnisches Getränk im Kopf, ehrlich gesagt. Ja, nee, ist klar. Gib mal nochmal her. Ich muss mal den Geschmacksverlauf... Also Vom Geschmack her kommt es schon an so eine Take-Off ran. Oder was schmeckt noch so nach Cranberry oder sowas? War nicht da eine Rhino so ähnlich? Der rote? Ja, der hat auch Cranberry, aber der war ganz eklig. Der hat nicht, ja, er war lange eklig, aber nicht er, so ging, er ging leicht in die Richtung. Nee, da hat eher die wenn du bei der Red Bull Special Edition, bei der Red, die war ja Cranberry, wenn du da den Red Bull-Prickel weglässt und aber die Red Bull war viel süßer und hatte mehr Himbeer-Erdbeer-Verschnitt als Cranberry. Ja, doch. Aber es kommt am ehesten an die Take-Off, ne? Take-Off trifft es am besten. Aber still, ehrlich gesagt, finde ich die aber trotzdem besser wie die Take-Off. Trotzdem. Ja. Also die Take-Off war mir zu möchtigern aromabärig. Du schmeckst doch einfach im Vergleich dazu. Du musst ja von dem ausgehen und das da wird ja gepuncht zu dem. Mhm. Ja, wenn du von dem ausgehst, dann merkst du auch, das schmeckt definitiv hochwertiger als ein Take-Off oder was sonst was. Natürlich, das ist einfach dann die bessere Grundsubstanz, um damit beide zu mischen. Niveau Rockstar, Relentless, das, auf jeden also, Fall. Das ist definitiv ein Premium-Energy-Drink. Ja. Also was wir jetzt als Premium verstehen, also einfach wo geschmacklich top auf ist. Dem High-Level sind. Und dann hast du eben auch die bessere Grundsubstanz, um dann damit weiter zu mischen, um dann das Beste draus zu machen. Das hängt dann jeweils wieder vom Geschmack des einzelnen Landes ab, denke ich mal. Das wird dann jeweils angepasst. Wobei, in Deutschland gibt es den wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich habe ihn noch nirgends gesehen. Ich auch nicht. Aber der wird schon in verschiedenen, also hier unten seht ihr jetzt den Link, wo es den überall gibt, weil den gibt es nicht nur in Finnland. Okay. Ich meine, den gibt es auch in Tschechien, wenn mich die alle, oder in, also, oder in Luxemburg oder so irgendwas. Bin ich jetzt gerade über. Also ich hab's gerade nicht im Kopf, aber ich hab die. Gibt's da. Die hab's. Nein, pass auf, die haben auf ihrer Seite so eine Karte, so eine Weltkarte. Ja. Und da sind die einzelnen Vertriebsstandorte dann. Die Länder sind dann einfach, sagen wir mal, hervorgehoben.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Also so im Umkreis von Deutschland gibt's das schon. Okay, lustig. Ja? Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, bis er hier auch einmarschiert. Ja. Im Stechschritt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir geben da auf jeden Fall das Go dafür. Marschiert hier ein, Jungs. Nee, also die, damit kann ich mich auf jeden Fall anfreunden. Auf jeden Fall. Vor allem mit der Hydro. Die hat mich die Hydro ist sehr gut. Überzeugt. Die Low Cap ist ein bisschen, ja, nee, okay. Muss nicht sein, aber geht noch. Also ist immer noch im Vergleich zu anderen Low-Cal-Geschichten auf jeden Fall top. Aber wenn man die Wahl hat, bleibt beim Original. Wenn man sich unbedingt mal wieder eine Red Fruits holen möchte und die Wahl hat, nimm den. Weil im Vergleich zu anderen Red Fruits ist der schon on the top. Ja, und vielen Dank nochmal, dass ihr mit diesen Kosten und Mühen nichts gescheut habt und uns das Zeug zugeschickt habt. Vielen Dank nochmal. Und an dieser Stelle sagen wir nur noch Adios. Adios. Ugh.